Robin Sturm und Moritz Breuer erwartet jetzt ein Einsatz mit Überraschungen in der Altstadt Nord. Frau Valentin. Ja, ne? Kommt nicht in Ihre Wohnung? Ja, irgendwie so, ne? Habe ich jetzt auch gerade mitgehört. Also von den Einsätzen, da bin ich ja immer so ein bisschen. Ich weiß ja nie, ob die Leute nicht einfach zu geizig sind, einen Schlüsseldienst zu rufen. So ganz unser Aufgabenbereich ist das ja jetzt nicht, ne? Im Laufe der Ermittlungen wird sich noch zeigen, dass die Anruferin aus gutem Grund nach der Polizei verlangt hat. Hallo. Ich hatte Sie gerade angerufen. Sie sind also Frau Valentin? Genau, Lisa Valentin. Ja. Wohnen Sie hier? Ja, genau. Ich wohne hier. Das ist meine Mama. Aha. Und mein Mitbewohner. Aber Sie hatten jetzt angerufen. Ja, worum genau geht's denn? Also wir haben nur gehört, dass Sie nicht in Ihre Wohnung kommen und jetzt sehen wir Ihre Mutter. Ja, genau. Also das ist halt nämlich so eine Sache. Ich bin gerade erst zurückgekommen aus Asien. Tag. Meine Mutter hat in der Zeit, also ich war 3 Monate nicht da, meine Mutter war in der Zeit hier untergekommen, da sie sich von ihrem Lebensgefährten getrennt hat. Und mein Mitbewohner fühlt sich hier auf, als würde es alles ihm gehören, obwohl wir gemeinsam hier sind. Haben Sie deinen Schlüssel jetzt noch? Ja, habe ich, aber das passt nicht mehr. Der passt nicht. Das ist das Problem, weswegen sie angerufen hat. Also weder. Und was ist das jetzt für ein komisches Mail, was Sie da bekommen haben? Zeug? Also ich habe eine Willkommensparty vorbereitet, Kuchen gebacken in der Küche und dann ist mir aufgefallen, ich habe Deko vergessen. Ich dachte, okay, Kuchen ist im Ofen, ich fahre mal eben schnell los Deko kaufen. Und dann komme ich wieder und passt mein Schlüssel nicht. Ja. Und dann habe ich geklingelt und er hat die Musik voll laut aufgedreht und hat nicht reagiert, der liebe Milo. Und dann habe ich ein bisschen heftiger gegen die Tür geballert und dann passierte auch nichts und auf einmal ging die Tür auf und er haut mir Mehl komplett entgegen. Und dann stand ich hier natürlich ein bisschen geschockt, hat die Tür aber sofort wieder zu. Und in dem Moment kam sie dann auch und dann war irgendwie alles. Ja. Der Milo, wie er heißt, ne? Der ist jetzt nur der Mitbewohner oder wie sieht das genau, aus? Ja, genau. Okay. Wir beide sind Haupt. Ich bräuchte einmal kurz schon mal den Ausweis. Ja, natürlich. Damit ich schon mal weiß, dass Sie hier auch wohnen eigentlich. Brauchen Sie meinen auch? Ja, gerne. Also ich habe gerade gehört, Sie und der Milo wohnen jetzt hier tatsächlich auch. Also das heißt, Sie sind auch im Mietvertrag. Ja, genau, wir beide. Ja. Wir Sie beide gemeldet. Stehen die Mutter im nicht. Mietvertrag. Meine Mutter nicht, nein. Nee, das war ja eine Ausnahmesituation, dass ja, ich klar, raus ich musste. Und okay, was war vorher abgeklärt mit dem Herrn? Ja, also eigentlich hat er sich bereit erklärt. Ja. Also wie gesagt, ich war ja 3 Monate nicht da. Ich konnte ihn nur kurz per SMS kontaktieren, aber. Mhm. Gut. Und das war am Anfang okay oder nicht? War okay, also für mich war das sowieso die ganze Zeit okay. Ja, also ich finde den ja nett und wir haben uns gut verstanden. Ja, Mama, also okay. So Friede, Freude, Eierkuchen war das ja jetzt nicht. Nee, ich habe ja auch eine Nachricht von ihm bekommen. Lisa, Alter, deine Mutter geht mir so krass auf den Sack. Komm, die putzt uns gleich die Farbe von den Wänden. Also irgendwas muss da ja schon gewesen sein. Also waren Sie ziemlich gründlich. Ja, Entschuldigung, das sind junge Leute. Natürlich nutze ich da die Gelegenheit und putze mal ein bisschen. Also da ist da wirklich notwendig gewesen. Aber wir haben uns ja gut verstanden. Gut. Der Mieter hat offenbar das Schloss auswechseln lassen. Die Leitstelle ermittelt, dass der 25-jährige Student keine Vorstrafen hat. Guten Tag. Wann sagen wir die Musik ein bisschen leiser, bitte? Ja. Dann können wir uns auch unterhalten. Ich muss erst mal nach dem Kuchen gucken. Wir werden jetzt raus, bitte. Gut, lassen wir uns erst mal hier. Aber der kohlt in dem Ofen schon so lange nicht, dass hier gleich alles in Feuer ausbricht. Wir gucken sofort nach dem Kuchen. Wenn, dann riechen wir es. So, und zwar geht es darum, Sie haben mit der Dame die letzten Wochen zusammen gewohnt. Das ist korrekt. Nein, das war auch in Einvernehmen, wie uns gesagt worden ist. Mit Ihrer Mitbewohnerin. Schrecklich, ja. Sie ist seit Monaten hier und geht mir so auf den Senkel. Die putzt mir überall hinterher. Die Dame ist krank, die hat einen Putzwahn. Warten Sie mal ganz, müssen wir jetzt hier nicht auf der Türschwelle besprechen. Gehen wir einmal durch, würde ich sagen. Nee, ja? Sie brauchen jetzt hier auch gar nicht reinzukommen. Ich weiß überhaupt nicht, wo das Problem ist. Gut, das können Sie ja. Sie ist anscheinend hier. Ja, du kannst natürlich reinkommen. Ja, und meine Mutter hat noch ihren Kuchen da. Ich habe meine Sachen drin. Ich möchte den Kuchen, der ist im Ofen. Du bist doch krank, ey. Die hat mir die Tastatur, obwohl die schräg lag. Ich saß da dran, legte mir die gerade hin. Die Frau braucht hier nicht mehr reinzukommen. Haben Sie gerade mitbekommen? Herr Unterbach. Hören Sie uns doch mal zu. Anscheinend ist ein Kuchen noch im Herd. Ja, keine Ahnung, hier macht hier sonst was. Die putzt doch eher bisschen so im Ofen. Und putzt und backt und vielleicht gucken wir einmal nach, damit der nicht schon mal anbrennt. Bitte. So, Herr Unterbach, jetzt hören Sie mal zu. Die Polizei ist da, Sie beruhigen sich jetzt erstmal. Mir gefällt das nicht, wie Sie hier hochfahren und wild rumgestikulieren. Ja. Ich werde da auch nervös, wenn Sie die ganze Zeit mit den Händen vor mir rumfuchteln. Alles klar? Ja. Wir gehen jetzt einmal gemeinsam rein. Dann holt die Dame auch ihren Kram. Sie hat natürlich auch kein Bleiberecht hier. Die wird die Sachen packen und auch gehen. Dafür sorgen wir auch. Keine Sorge. Aber ganz ruhig. Wir gehen jetzt einmal geordnet rein. Die Polizeibeamten belehren den Studenten und die Mutter. Der monatelange Streit hat in der WG schon Spuren hinterlassen.
wenn der Herr Unterbach Sie nicht hier haben möchte. Grundsätzlich, natürlich können Sie Ihre Tochter hier ganz normal besuchen, keine Frage. Aber wenn er Sie hier nicht dauerhaft haben möchte, ist das natürlich auch sein gutes Recht. Ich möchte hier gar nicht mehr bleiben. Wirklich. Also und... Ja. Gut. Lisa? Ich glaube, es gibt ein kleines Problem mit Ihren Sachen. Ach, das Bett. Entschuldigung, das habe ich dir jetzt gar nicht gesagt. Das habe ich dir jetzt gar nicht gesagt. Warum ist mein Bett kaputt? Was soll sein? Mein Bett ist kaputt, die ganzen Latten sind auseinander. Ich bin da heute Nacht eingekracht in dem Bett, ja. Okay. Du willst mir doch nicht sagen, was von alleine Nein. das Bett einkracht. Ich gehe davon aus, dass Milo daran beteiligt war. Wollen Sie sich das mal angucken? Herr Unterbach, was sagen Sie denn dazu? Waren Sie da dran? Ja, ich habe die Latten da angesehen. Das war eine Qual, das ging gar nicht. Ich habe mir schon tausendmal gesagt, sie soll gehen. Ich krieg sie hier nicht raus. Dann habe ich gedacht, dann krieg ich sie hier raus. Dann hat sie gar keinen Bock mehr hier zu sein. Aber nicht mal das funktioniert, ja? Okay. Man sieht die hier einfach nicht. Ja, bitte? Das ist wie eine Zecke. Wem gehört das Bett? Ja, mir. Ihnen. Ja. Also auch rechtlich. Also Sie sind Eigentümer des Bettes. Das ist mein Bett, Eigentum. Wo haben Sie das denn gesehen? Ja. Wo so? Nee, wo das angesägt wurde, was sie jetzt gerade gesagt hatte. In der Mitte sogar. Da haben Sie ja ziemlich schlau gemacht. Ja, also Sachbeschädigung haben wir hier schon mal vorliegen. Also er schikaniert mich die ganze Zeit, das habe ich jetzt ganz vergessen zu erzählen. Und du schikanierst mich nicht? Aber Entschuldigung, hier kommen jeden Tag so viele Leute. Die gehen hier ein und aus, die schleppen ja, immer. Davon keine Freunde haben. Haben Sie sich dabei verletzt? Was für Freunde? Nee, ich war ja auf der Matratze. Was für Leute laufen hier? Ja, meine Freunde, mit denen wir zocken und keine Ahnung Musik hören. Ja, aber jeden Tag andere Leute. Das soll er ja auch ja, machen, wir haben aber Semester die schleppen ich kann immer auch hier ein bisschen Party machen und mit meinen Jungs chillen. Die Beamten machen dem Studenten klar, dass er eine Sachbeschädigung begangen hat. Doch er hat noch mehr auf dem Kerbholz. Lisa, was ich dir mal fragen wollte, ne? Zurückschauen? Ihr habt eine Nachzahlung vom Strom, ne? 742 Euro. Was für eine Nachzahlung? Ich meine, ich muss auch echt sagen, ja, da habe ich Ihnen den Strom abgeschaltet, ne? Weil irgendwann ist mal Schluss. Was? Da brauchst du Milo, überhaupt keine Sorgen. Das sind 742 Euro, woher kommt das? Da brauchst du überhaupt keine Sorgen, Mann. Ich zahle das alles alleine. Für ein halbes Jahr? Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ja, also im Zeitraum jetzt von Januar bis Juni. Ich war nur 3 Monate weg. Wo kommt das Geld her? Du alleine und meine Mutter verbraucht so viel Strom. Halt Augenblick. Sie liefert die Playstation dauerhaft Musik und alles. Ja, kennst du mich doch. Aber da brauchst du dir keine Sorgen machen. Ich zahle das ja. Hören Sie mir mal zu, Herr Unterbach. Ich hätte mal ein, zwei Fragen nochmal an Sie. So, erstmal vorab zu der Bettgeschichte. Das haben Sie ja quasi schon zugegeben. Ich belehre Sie dann nochmal im Zusammenhang. Ja, mach ich. Ich belehre Sie dann nochmal in dem Zusammenhang. Sie sind jetzt beschuldigt von uns. Sie müssen zu der Sache gar nichts mehr sagen. Bleiben Sie bei Ihrer Einlassung von vorhin. Ja, ich habe das gemacht. Ich wollte sie rausekeln. Ich kaufe dir ein neues Bett. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Dann kommen wir sofort zur nächsten Sache, die mir hier ein bisschen spanisch vorkommt. Und zwar gab Frau Valentin ja jetzt uns gegenüber an, beziehungsweise auch im Beisein ihrer Tochter, dass es hier zu regen Verkehr kommt. Ja, wir haben Semesterferien. Ich habe super viele Freunde natürlich von der Uni und auch von zu Hause. Wir sind hier nach Köln gezogen. Ein Argument, ja, gepaart mit der hohen Stromrechnung, mit dem Energieverbrauch ist jetzt für uns erstmal so, ich sag mal so, nach allgemeiner kriminalistischer Erfahrung erstmal ein Hinweis darauf, dass hier unter Umständen irgendetwas vor sich geht, was vielleicht nicht der Fall sein sollte. Es kam schon ein bisschen uns komisch vor, dass der Herr Unterbach hier so vehement die Mutter raushaben wollte. Dann kam noch zusätzlich diese Rechnung dazu von 700 Euro in 6 Monaten Stromrechnung. Das ist schon sehr happig. Und wir haben es aber dann später verstanden, als wir uns genauer das Zimmer angeguckt haben. Ganz normales Zimmer. Ein ganz normales Zimmer. Ist das die einzige Räumlichkeit, die Sie haben? Aber also den Geruch, ne, den haben Sie ja selber in der Nase. Oder riechen Sie schon nicht mehr? Ich rieche hier nur Kuchen. Die Polizeikommissare gehen dem Marihuana-Geruch nach und entdecken Hanfpflanzen. Offenbar baut der Student Cannabis an. Fuck. Können Sie mal aufstehen? Stehen Sie mal einmal auf. Ja. Sind Sie ruhig? Ich werde Ihnen jetzt trotzdem aus Gründen einfach mal schon mal eine 8 anlegen. Machst du? Ja. Gib dir die. Wir können jetzt natürlich nicht ausschließen, dass Sie vorhaben, sich von der Örtlichkeit aus gegebenem Anlass zu entfernen. Haben Sie noch irgendwo Pflanzen? Noch mehr? Nein. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, aber ein paar Pflanzen habe ich gesehen und mindestens ein paar Gramm Marihuana. Mhm. Ne? Gut, sind jetzt natürlich auch schon, sagen wir mal, abgepackte Einheiten. Also, Herr Unterbach, Sie machen das gewerbsmäßig oder wie sieht das aus? Nein, das ist nur für mich eigentlich. Also, deshalb packen Sie das auch in Tüten ein. Ja? Ne? So eine Waage sehe ich da auch, glaube ich, da hinten. Also es kann schon mal darauf hinweisen, dass jetzt gewerbsmäßig machen. Was machst du jetzt zur Hölle? Was soll das? Das ist unsere Wohnung. Gut. Können Sie erstmal mit Ihrer Tochter runtergehen? Wir haben jetzt erstmal die K-Wache angefordert, die sich jetzt um die Spurensicherung kümmern wird. Darüber hinaus haben wir auch einen Spürhund angefordert, der natürlich jetzt einmal komplett das Gelände hier ablaufen wird und schauen wird, ob hier nicht unter Umständen noch andere Betäubungsmittel irgendwo liegen.